Alkohol. Ja, ja. War früher bei den Verkehrsbetrieben, was da alles passiert ist. Ja. Ohne Alkohol. Verkehrsbetrieb, was haben Sie da gemacht? Ein Einmannbus habe ich gefahren. Was haben Sie gefahren? Ich habe Einmannbus habe ich gefahren. Ganz ohne Fahrgäste? Ach, ohne Fahrgäste. Das heißt Einmannbus, weil der Busfahrer muss auch gleichzeitig mit kassieren. Mann muss alles machen. Der fährt und kassiert. Deswegen hieß das Einmannbus. Ja, das ging so auch. Hat man mir es erklärt. Ging gut, ja. Was ging gut? Das ist gar nicht so einfach. Bin losgefahren, da hat schon gescheppert. Wo denn? Bin in den Käseladen rein, hinten wieder raus, mir hingen zwei Kampert um die Ohren, das war... Ja, sagen, wie kann denn sowas passieren? Wie das passiert ist, weiß ich heute noch nicht. In dem Moment habe ich gerade hinten kassiert, ich weiß nicht. Also wie das... Na, hatten Sie noch mehr solche Unfälle? Na, freilich, auch ohne Alkohol. Na. Ohne Alkohol bin ich mit meinem Trabant gegen eine Mauer gekleckert. Aber wie? Mich hat's gleich durch die Bodenbretter gewienert. Ich hab ja unten geklemmt. Was? Unten drunter am Boden. Zwischen Rad und Motorblock hab ich so drinnen geklemmt. Unter Boden. Einmal kommt der Polizist und sagt, Sie brauchen sich gar nicht zu verstecken, Sie waren auch dabei. Aber da war ich nicht gegangen. Warum ich gegangen bin? Ich wollte ja gar nicht weg. Nee? Mein Zahnarzt ist schuld. Dein Zahnarzt? Der hat zu mir gesagt, kau mal auf der anderen Seite. Weg war. Ich hätte Harald mitbringen müssen. Harald Junke, unser Freund, der immer das Lied singt von den beiden deutschen Staaten. Barfuß oder Lackschuh. Aber... Kinder, das ist ja jetzt alles vorbei. Aber wenn ich dran denke, vor dem 9. November, da haben sich noch Tausende von DDR-Bürgern freiwillig gemeldet und wollten freiwillig die Mauer neu verputzen. Doch, allerdings von der Außenseite, aber... Und jetzt... Doch. Und jetzt kann jeder rüber. Es kommen ja auch viele. Ich bin jetzt in Berlin, kommen viele Polen. Man sagt, ja doch, in Polen sollen jetzt sogar die Spaten knapp werden. Ja, weil jeder seine deutsche Verwandtschaft ausgraben will. Aber das geht ja immer rund. Und unsere Regierung, ich würde ja gerne der Regierung helfen, wenn ich nur wüsste, was er macht. Ich habe mal so einen Kleinen kennengelernt, mit einer Nickelbrille. Der hat immer geguckt, als wenn er sagen wollte, ich bin nicht aus der Sesamstraße, ich sehe nur so aus. Und der hat geredet. Kinder, der konnte reden, der hätte dem Papst Doppelbett verkauft. Also, so, ja, tatsächlich. So kleiner, der war so groß wie ich. Also so klein wie ich. Denn ich wollte ihn ausgeben, ich sagte zu dem Wirt, zwei kurze. Da sagt er, das sehe ich, und was wollt ihr trinken? Ja. Deswegen hatte der Kleine mit der Nickelbrille wahrscheinlich so einen Bodyguard immer mit. Wenn der durchs Hotel ging, naja, einer muss ja an die Klinke rankommen. Ne? Und der hat mir erzählt, er war jetzt in Moskau, bei Gorbi. Und jetzt lässt er sich auch auf die Stirne so ein Muttermal machen. Ja, weil Gorbi zu ihm gesagt hätte, du bist ja ganz gut, aber hier oben fehlt er noch was. Ja. Schönen guten Abend, Herr Mini. Ja, nur quasseln Sie nicht so viel, Was macht Ihr altes Übel? Die sitzt zu Hause, die schält Kartoffeln. Ja. Ich meine, was Ihnen fehlt. Ja, Sie müssen mich krank schreiben. Gucken Sie mal, das ist wie eine Latte. Das ist vollkommen steif. Ja. Aber sowas, der rührt sich überhaupt nicht. Interessant, ja. Sagen Sie, wie war denn der Arm vorher? Vorher konnte ich alles machen. Ja. Ach nee, jetzt wird er wieder. Jetzt wird er wieder so. Ja, geben Sie mir bitte mal Ihren Krankenschein. Ach, du lieber Gott. Naja, nun. Warte. Na, nun machen Sie doch andere Patienten draußen. Komm ja nicht in mich. Ach, scheiß doch drauf.
Bei aber welcher Kasse sind Sie versichert? Kasse, ja. Bumswallerer. Bumswallerer habe ich noch nie gehört. Was ist das denn? Ach nee, warte mal. Victoria. Ach so, Victoria. Sagen wir mal, ich sehe hier gerade, Sie waren vor mir schon bei 5 anderen Ärzten. Ja, warum das denn? Ja, muss ich ja. Jeder Arzt gestattet mir nur ein Glas Bier am Tag. Ja. Bei 5 Ärzten habe ich 5 Glas und noch. Sind Sie also ein Trinker? Nee, ich trinke ein Glas Bier und da wäre ich ein anderer Mensch. Hm. Und der andere, der säuft. Aha. So, was haben Ihnen denn meine Kollegen vorher so verschrieben? Unterschiedlich. Der eine eine Knoblauchkur. Aha. 1 Pfund Knoblauch am Tag. Aha. Ein Pfund. Ja, ein Pfund. Ja, und der Erfolg? Na, mittelprächtig. Aber ich will mal sagen, man wird so einsam, man wird so einsam. Von innen sehen Sie besser aus als von außen. Gut, dann lasse ich mich wenden. Ja. Machen Sie noch mal auf. Sagen Sie mal, Sie haben ja eine ganz schwarze Zunge. Das ist möglich. Ja. Mir ist vorhin eine Flasche Schnaps runtergefallen und die Straße war frisch gedärft. Ja. Sie trinken also Alkohol? Wenig, aber oft und dann eben viel. Ja. Wollen Sie ihn mitkleckern? Ja, ich hab ihn hier. Wahnsinnig, warum? Sie können mir doch keinen Alkohol, aber Sie können mir doch keinen Schnaps anbieten als ich Arzt. Ich muss doch auch essen, was Sie aufs Rezept setzen. Ja, ja, ja. Also bitte gießen Sie sofort den Schnaps weg. Was? Die Hälfte von der Flasche gehört ja meiner Frau. Na, dann gießen Sie wenigstens Ihre Hälfte weg. Das geht nicht. Meine Hälfte ist ja unten drunter. Na, nicht doch! Den Hemdenknopf. Ach, den Hemdenknopf. Ja, und dann ziehen Sie die Schuhe aus. Die Schuhe? Ja. Oh, können wir nicht was anderes angucken? Weil mit die Schuhe, ich habe gedacht, Sie machen mehr um. Nein, ich möchte, ja, dass Sie die Schuhe ausziehen. Ja, da bin ich nicht so momentan, ja, weil ich habe die Golfsocken an. Und Golfsocken, da, was ist das denn? Die mit den 18 Löchern. Und da, sagen Sie mal, was haben Sie denn da dauernd gegessen? Was ist das? Das sind Apfelkerne. Apfelkerne? Ich habe noch welche, ja. Ja, wozu? Wollen Sie ihn? Wozu ist das gut? Für die Birne. Hm? Ja, die Apfelkerne sind, damit man intelligenter wird. Aha. Ja, kommen von Amerika. Ja, können Sie mir da vielleicht Spezial-Apfelkerne. Können Sie mir da welche, was kosten die denn? Stück 2 Mark. 2 Mark. Ja, können Sie mir mal 5 Stück verkaufen? Nee, die brauche ich ja selber. Ich müsste ja selber am Tag Chile essen. 5 Stück? 5? Ja. Na ja, 5. Das sind 6. Was ist das neue? Ja. Tschu. Danke. Ja, mit den Piepen. Ja. Schmecken? Na ja. Na? Aber sagen Sie mal, 5 Apfelkerne, 10 Mark. Da könnte man ja fast 3 Kilo Äpfel für kriegen. Sehen Sie? Wirkt schon. Ja. Ja, und die Leute, die mich gehört haben, ja, die haben ja gesagt, der Klee, der singt ja fast wie der Rene Kollo. Wie der Rene? Der Rene Kollo, der bekannte Sänger. So Rene Kollo? Ja, Weihnachtslieder singt Rene er. Rene Kollo ist ein bekannter Sänger, hab ich noch nie gehört. Warte mal. Ach Mensch, Rene Kollo meinen Sie. Rene, das Rene hat so ein schräges Ding hinten, da so ein Accent aigu hat das hinten. Das hat der hinten? Das hat man immer hinten. Aber Sie haben es vorne. Ich habe überhaupt keins. Haben Sie das schon lange? Seit meiner Geburt. Da ist die Hebamme versaut. So was gibt's. Also, jetzt ist Schluss. Wir frisch vom Freien wappeln, wie wir wollen. Vorbei ist alle Gängelei. Bald kommt der Korn ins Rollen. Mir fehlt noch eins, das wäre der Clou. Helft mir dabei und hört mal zu. Ich will nur noch gehen. Thank you.
geht euch allen gut. Habt ihr das gehört? Hat er wieder gesagt, kleiner Mann. Dabei hat das Vorteile, wenn man so klein ist. Ja, ich war jetzt in Bonn beim Bundeskanzler. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Kohl hat neben mir gestanden. Das sah aus, als wenn einer der Hebamme zu spät gerufen hat. Stinken. Er hat mir erzählt, er möchte gerne in Bethlehem begraben werden, der Kohl. Aber die SPD ist dagegen. Der hat gesagt, da ist schon mal einer auferstanden. Ich sag alle, der Kohl muss weg. Ja, mit was für ein Loch willst du denn diese Lücke schließen? Na, wir sind dann zum Bundestag. Kinder, ich habe 4 Stunden lang im Bundestag gesprochen. Aber da war was los, du. 4 Stunden lang habe ich im Bundestag gesprochen. Mit dem Pförtner, da wollte ich mich nicht reinlassen. Ach, und da habe ich den Gregor Gysi beobachtet. Der hatte Kreuz geschlagen. Gregor Gysi. Ich sage, Sie schlagen ein Kreuz? Ihr seid doch gegen die Kirche. Sagt er, ich hab doch kein Kreuz geschlagen. Ach ja, sagt er. Ich hab gedacht, hast du nicht vergessen? Hast Abzeichen, hast Parteibuch, hast Hosenstallzug. Seehofer. Na, der Gesundheitsminister, der versaut doch alles. Was? Der bringt Medikamente? Da haben sie noch gar nicht die passenden Krankheiten dazu. Die Ärzte, die Apotheker, sind ja alle durcheinander. Ich habe einen Freund, den hat der Arzt ein Darmstörungsmittel verschrieben. Was gibt denn der Apotheker? Nervosan für die Nerven. Ich sage, na und? So, das mach weiter in der Hose, aber schräg mich nicht mehr auf. Der Seehofer sagt immer, der Weidel ist schuld, weil der kein Geld gibt. Der Weidel. Und den habe ich mir auch vorgeknöpft. Ich habe gelesen, der kriegt alleine, der Weidel, 30 Milliarden Mark im Jahr von uns, Alkoholsteuer. Wenn du den ganzen Tag besoffen bist, hast du das Gefühl, da Steuern hinterzogen wird. Neben mir saß der Dappert, ihr kennt doch Dappert. Derrick kennt ihr doch. Horst Dappert. Der hat zu mir gesagt, wenn der Weidel so weitermacht, da baut er mir noch in meine Tränensäcke eine Wasserrohr. Ja. Das hat er gesagt. Kinder, ihr lacht, das macht er. Ich hab's doch erlebt. Ich war mit dem Weidel in der Badeanstalt. Jeder normale Mensch schwimmt so. Der Weidel schwimmt so. Wie war das mit der Krankheit?